Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute geht's weiter mit euren Reaction-Vorschlägen, wie immer. Heute reagieren wir auf YouTube-Kacke, Tanzverbot gegen Bosbach und ich werde mich jetzt glaube blamieren, aber war das nicht, war der nicht CDU-Parlamentsmitglied? Und der hatte ja auch einen Sitz also im Bundestag. Ich weiß gar nicht, nee, der hatte, glaube ich, glaube, der ist gar nicht, ich glaube, der ist gar nicht mehr drin. Und wie hieß denn der mit Vornamen? Irgendwas mit W, glaube. Oder blamiere ich mich jetzt gerade komplett? Ihr könnt mich natürlich korrigieren, aber ich. Der war CDU und ich glaube. Wolfgang hieß der, glaube ich, ne? Irgendwie. Der müsste jetzt, glaube ich, auch schon uralt sein, ne? Der müsste jetzt auch schon über 70 sein. Ja. Ich lasse es einfach sein. Bestimmt ist es ein ganz anderer. Ist das nur schlechter Stil? Oder kann Tanzverbot am Ende den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährden? Tanzverbot, ja, stimmt. Deshalb fragen wir heute ganz ketzerisch, wäre die Welt ohne Tanzverbot ein besserer Ort? Das Thema bei Sandra Maischberger. Spaltet Tanzverbot die Welt? Unsere Gäste. Wolfgang Bosbach, der CDU-Innenexperte, kritisiert den naiven Umgang mit Tanzverbot. Ah, der ist doch, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Ich glaube, der ist doch gar nicht mehr. Der Herr Bosbach ist doch, glaube ich, gar nicht mehr in der Politik. Weil ich glaube, hier ist er ja auch schon halb tot. Ja, man sieht ja schon den Blick so von wegen, also der muss ja, ne, der muss ja sich wirklich konzentrieren, seine Augen aufzuhalten, weil sobald er seine Augen schließt, stirbt er. Den Politikern gäbe es vielleicht sogar eine klammheimliche Sympathie. Jan van Aken, der linken Politiker aus Hamburg, hat einen am Boden liegenden verprügelt und sagt, das ist mir scheißegal. Die Bundesfamilienministerin Katharina Blaal macht die SS für die SS-Eskalation verantwortlich. Der Hamburger SS-Hauptkommissar Joachim Lenders widerspricht heftig. Die SS habe vorbildlich reagiert. Und Hans-Ulrich Jörges, der Sternjournalist, schlägt Demonstranten ins Gesicht. Und Tanzverbot sagt, haut ab oder ihr landet im Krankenhaus. Hat Tanzverbot die Eskalation der Gewalt in Hamburg mit zu verantworten? Oh, Alter, ich muss rülpsen! Oh, boah, ich habe mir damals die ganzen Reportagen so angeguckt, ne? Von G20-Gipfel. Am geilsten fand ich den Typen, der über der Fluglinie im Garten transparent hatte. Irgendwas. Hau ab, Trump oder so? Oder. Was hat denn der da irgendwas gesagt? Fand ich so cool. Aber ich fand halt auch wiederum die Videos, ne? Vor allem die Leute, die auch demonstriert haben gegen den Kapitalismus und dann Autos angezündet haben von Familien, die sich das Auto jahrelang erspart haben. Also das haben ja meistens immer Leute getroffen, die ja nichts dafür können, ne? So. Ich gehe ja jetzt auch nicht raus, demonstriere gegen, weiß ich nicht, gegen lange Haare bei Kerlen und suche mir ein Glatzköpfchen raus und schlag den zusammen. So, ne? Macht ja irgendwie auch nicht so viel Sinn. Guten Abend, schön, dass Sie uns heute gefunden haben. Herzlich willkommen hier im Studio. Zugeschaltet ist Tanzverbot. So ja, Leute. Double Peace. Mit dabei auf jeden Fall die ja Nougat Bits. Sie waren nicht in Hamburg, Sie haben die Bilder wie wahrscheinlich ganz viele am Fernsehen verfolgt. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie die Plünderung gesehen haben, Straßenschlachten und all das? Ich habe nichts zu essen zu Hause. Wir wollen heute drei Aspekte untersuchen, die Demonstranten, die Polizei. Wollt ihr mir sagen, ich habe Haarausfall? Sieht das etwa so aus, dass ich Haarausfall habe? Ja. Aber so stelle ich mir das wirklich so vor, ne? Tanzverbot hat so einen offenen Diskurs zu irgendeinem Thema und auf einmal fängt er so mit einem Satz so an. Steht, habe ich wirklich aus. Das ist geil. Und das ist geil, ey. Das ist wirklich so bescheuert. Ich bin das ernste Thema. Ich stelle mir das gerade vor, so es geht jetzt hier um unsere Zukunft, dann kommt so einer so, ey, habe ich Hausfall?
Guck mal, habe ich wirklich Ausfall? Gut. Wäre nett, wenn sie sich zurückhalten würden. Dann bist du halt nicht interessant für die Menschheit. Dann ist das halt so. Das musst du dann aber auch akzeptieren. Doppelpiece an die Glühbirne. Dann ist Verbot. Das bin ich. Es ist ja erwiesenermaßen erwiesen. Eins können wir gleich vergessen. Ja? Es geht nicht, dass Tanzverbot so lange und sagen kann, was er will. Ist ja gut gemeint, aber ihr kommt aus der Außenwelt und ich weiß nicht, wen ich vertrauen kann. Nein, Sie sind doch nicht ganz. Ja, ja, ja. Was ist das für ein Bild für die Bevölkerung? Das sage ich aber auch immer, ne, weil ich nehme ja auch die Videos immer von Keller auf. Ne, sieht halt, ne, ich habe meinen Keller ein bisschen dekoriert. Und Essen lasse ich immer bestellen. Ne, also stellen die draußen ab. Und in der Dunkelheit, so wenn ich weiß, okay, ich treffe keine Menschen, hole ich mir ganz schnell so, das ist ganz schnell so, ne, so eine Millisekunde, dass der Sauerstoff gar nicht, also dass die Luft oder der Sauerstoff gar nicht erst meine Haut berührt, so ganz schnell, und dann gehe ich wieder in meinen Keller. Und da sage ich auch immer so, ja, ihr seid da draußen die Außenwelt, ihr wisst doch gar nicht, was hier in Wirklichkeit abgeht. Bevölkerung, ne? Was ist Chile? Der Satz macht ist absolut ohne Sinn, was ich jeden gesagt hab. Sinn. Gestern war auf meinem Double Cup Burger, da war so ein Tomatenstück drauf gewesen. Das ist keine einseitige Ernährung. Also das kann mir kein Schwanz auf dieser gesamten World hier erzählen. Das Schlimme ist ja nicht nur, dass es Quatsch ist, was er sagt, sondern er weiß, dass es Quatsch ist. Da ist Burgerfleisch drauf, da ist Salat drauf, da ist Brot drauf, da sind Körner drauf. Und da haben Sie so übrigens geil. In der Sache recht. Natürlich kann man auch nochmal so ein bisschen switchen auf Obst. Jetzt muss ich Sie trotzdem tatsächlich unterbrechen, weil wir tatsächlich mal fragen wollen, ob das eigentlich so stimmt. Es gibt einen Mann, der etwas gesagt hat, was ganz vielen furchtbar zornig gemacht hat. Der Mann heißt Andreas. Und das ist das, was Andreas in die Kameras gesagt hat. Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Herr Bosbach, können Sie es also erklären? Ist Andreas gegen Gewalt oder doch ein bisschen dafür? Der erste Gedanke war natürlich, damit musste man rechnen. Der zweite Gedanke. Hi. Oh, ich hoffe, das Mikro lief die ganze Zeit. Sie sind doch gar nicht jetzt dran. So ein Müll, Alter. Der hat sich einfach geoutet. Alter. Oh, das ist halt so geil reingeschnitten, ne? Man könnte wirklich so meinen, das ist echt, ey. Das hat so unfassbar geil reingeschnitten. Übertriebener Vollidiot. Ich finde diese Äußerungen von Ihnen unerträglich. Ey, du bist so ein Holzkopfkind. Es ist unerträglich mit Tanzverbot. In einer Runde, ja. Wenn Sie als Oberzensor, als Oberintellektuelle. Die Qualität dieser Jahr-Nougat-Bits, die sind einfach atemberaubend. Das hat eine Diskussion. Ich stelle mir das halt einfach so vor, so ein extrem wichtiges politisches Thema. Und da wird halt einer, ne, also nicht nur Politiker, sondern auch normale Leute, hört sich so komisch an, ne? Aber ganz normale Leute aus dem Volk, obwohl die, ob wir normaler sind als die Politiker, aber das ist ein anderes Thema, fängt dann mitten im Gespräch so an. Von seiner Altitude so Bits rausholen und das sind die geilsten Bits überhaupt. Ich stell mir das halt einfach mal so random vor, ne? So, die Leute denken, das wäre so ein Prank oder sowas, ne? Aber du meintest halt in dem Moment komplett ernst, ne? Und dann fängst du auf einmal so mitten im Gespräch an. Nee, wir müssen mal jetzt über ernste Themen sprechen. Schön und gut mit G20-Gipfel, es war alles scheiße, ne? Es sind ein paar Autos kaputt gegangen. Aber wie findet ihr das eigentlich, dass die Milch teurer geworden ist? So mitten einfach mit einer. Das wäre halt so geil. Überhaupt nichts zu tun und daran möchte ich mich nicht mehr beteiligen. 1A Sahnespitze. Ich würde gerne versuchen, die Argumente irgendwie gesittet auszutauschen. Ich finde ja wirklich, Tanzverbot hat einen Schaden. Ja, viele von euch wissen ja, dass ich Anfang 8. Klasse die Schule abgebrochen habe. Ich habe Ihnen vor 10 Minuten, 15 Minuten gesagt, was aber ich mitmache und was nicht. Tanzverbot ist persönlich unerträglich. Komm, wir provozieren es. Nein, Herr Bosbach, bleiben Sie bitte bei mir. Tanzverbot. Jetzt muss ich mal eines tun. Jetzt muss ich Sie tatsächlich auch bitten, die Sendung zu verlassen. Ich hab euch auch einfach alle ganz doll lieb. Peace and over and Eiffelturm. Aber ich muss sagen, sowas finde ich immer
immer schwach. Ne? Ich kenne jetzt nicht das Original. Ne? Also, ob der... Um was es jetzt genau spezifisch in dem Moment ging, dass Herr Bosbach wirklich aufgestanden ist. Ne? Vielleicht ging es darum, dass man Leute kategorisiert hat, sondern zum Beispiel, ja, du bist rechtsextrem, du bist linksextrem und rechtsextrem, Extremismus ist schlimmer als Linksextremismus. Scheiße. Ne, keine Ahnung. Ich finde sowas immer so. Frau Weidel ist ja, ne, von der AfD, also sobald die mal ein bisschen Kritik bekommt, ne, das lasse ich mir jetzt, und das hat die ja wirklich schon sehr oft gemacht, ne, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen, ich gehe jetzt. Ne, also das, Kritik, also ich bin doch hier nie eingeladen worden, dass ich hier Kritik von euch anhören muss. Also das finde ich ja, also, ne, also das unter aller Sau. Ich gucke aber immer ganz gerne solche Sachen an. Ihr müsst mal eingeben auf YouTube, das ist auch so geil. TV-Ausraster. Da sind Ausraster dabei, das ist halt. In Amerika, so gerade die Talkshows, sind ja nochmal ein bisschen heftiger. Ne? Die haben da ja gefühlt pro Show 50 Securities da rumstehen. Da hauen die sich halt manchmal einfach mitten in der Show in die Fresse. Ne, hauen die sich einfach mal mitten in der Show paar. Das Geile ist ja auch immer, dass die Kameras immer voll draufhalten. Ja gut, ne, man weiß ja ganz genau, dass man damit gute Marktanteile mit Zuschauern generieren kann. Ne? Aber ist wieder ein anderes Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für den Vorschlag. War sehr geil. War wirklich sehr geil. Guckt euch unbedingt das Original an und wir sehen uns definitiv da, die Fakultativ, in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Meine Eier habe ich schon gefunden. Ich hoffe, ihr findet eure auch. Für euch Kerle ist jetzt nicht so schwer. Viele haben sie dabei. Andere werden sie irgendwann auch noch finden. Ne? Bis dahin, haut rein und tschüss.